Ja, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier auf meinem Kanal, gemeinsam mit dem lieben Jens Wilsdorf. Also der Jens Wilsdorf begleitet mich schon seit 2017 mittlerweile in allen möglichen, sage ich mal, unternehmerischen Bereichen, von der Gründung meiner ersten UG bis hin zu Vertragswerken, bis hin zu Fördermaßnahmen und rechtlichen Sachen. Und ja, ich sag mal, alles, was das Thema Business angeht, wo ich noch so nach und nach reinwachse, wo er natürlich schon tausendmal drüber hinweg ist und durch ist, weil er zahlreiche eigene Unternehmen gegründet hat, an zahlreichen Unternehmen beteiligt ist, selber mal pleite gegangen ist, selber mal viel Geld verdient hat, alles durch hat, ist er, sage ich mal, der Unternehmensberater, der es nicht nur vorgemacht hat, sondern gelebt hat und, sage ich mal, jetzt auch Systeme am Start hat, laufen hat, die einfach für Abkürzungen sorgen. Vor allem auch bei mir für Abkürzungen sorgen. Und darüber wollen wir heute reden. Denn der Jens ist im Prinzip der Mensch, der mich einmal im Monat anruft und sagt, Nick, ich habe da was Neues. Das ist der Wahnsinn. Das muss raus. Und das ist dann immer so cool, weil er erzählt dann einem einfach von Sachen, auf die du sonst, wenn du dich damit einfach nicht beschäftigst, nicht drauf kommen würdest. Und speziell jetzt in der Corona-Zeit hatte ich mir gedacht, komm Jens, machen jetzt mal einen Call hier und nehmen das auf. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Weil der Jens eine eigene, sage ich mal, Initiative gegründet hat, und zwar, ne, die Corona-Soforthilfe in dem Sinne, wo er mit seinem gesamten Team, Unternehmern, Selbstständigen, Freiberuflern und allen, die da dazugehören, jetzt im Prinzip Soforthilfe bietet und ihnen in diesem riesigen Formulardschungel und was es da sonst noch so alles gibt, Hilfestellung bietet. Ja? So Jens, das war das Intro zu dir. Gib du uns doch nochmal aus deiner Sicht kurz mal, na, dein Intro. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst, was du überhaupt machst? Ja, erstmal danke für die liebe Vorstellung, Nick. Gerne. Freue mich natürlich immer, mit dir zusammen was zu machen. Ja, wer bin ich? Woher komme ich? Inzwischen gehe ich aufs 50. zu dieses Jahr, habe einiges durch, Jura studiert, Wirtschaft studiert, wie viele eben studiert, nicht ganz bis zu Ende gebracht, weil vorher schon die ersten eigenen Unternehmungen am Start waren. Insgesamt sind es jetzt 18, wir hatten mal durchgezählt und aktuell sind es 5, die laufen und ja, momentan natürlich am Start, Corona beschäftigt alle, wird uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen da anpacken, weil da wird natürlich viel erzählt, aber das hilft dem Unternehmer wenig, sondern wir müssen die Fakten bringen, die harten Fakten, damit die überhaupt eine Chance haben, durch die Nummer durchzukommen und danach auch so aufgestellt zu sein, dass sie zukünftig auch so eine Sachen überstehen können. So ist es. Sehr cool. Ja, das war natürlich die Kurzfassung. Ich hoffe, ich kriege den Jens irgendwann mal nochmal ins Interview für eine lange Version. Aber wir haben gedacht, wir sparen uns diesmal die Leidensgeschichte und wie viele Sachen nicht hier passiert sind und da passiert sind und dass er mal Profifußballer war und Ruderer und hast du nicht gesehen. Also das lassen wir alles mal raus heute. Jens, wie kamst du im Prinzip dazu, dass du gesagt hast, dich interessiert das Thema Unternehmertum einfach? Ein eigenes Business aufmachen, warum bist du nicht Angestellter geworden? Warst du überhaupt mal angestellt? Ich weiß es gar nicht. Ja, natürlich. Also man muss dazu wissen, 89, die wenigsten deiner Hörer werden sich daran erinnern können, waren wir in der Wendezeit gewesen und war die Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe und damals eine Zulassung zu einem Lehrerstudium hatte. Und dann kam halt, wie gesagt, die Wende. Ich war noch bei der Armee, bei der Nationalen Volksarmee. Und eins war klar, wenn wir hier zusammenkommen zur Bunten Republik Deutschland, dann willst du hier auf jeden Fall nicht irgendwie Angestellter sein, sondern dann guckst du einfach, dass du selber irgendwie mitten an die Wand kommst. Und die beste Gelegenheit dazu ist natürlich, wenn man sein eigenes Ding durchzieht.
Natürlich habe ich viele verschiedene Sachen auch im Job ausprobiert, auch während des Studiums, um einfach ein bisschen rauszufinden, okay, wo sind die Bereiche, die Spaß machen, wo man Ideen entwickeln kann, wo man vielleicht weiterspinnen kann, die Sachen, die dort schon passieren, verbessern kann. War auch der Grund, warum die meisten Anstellungsverhältnisse nicht länger wie 14 Tage gingen, weil ich dann dem Chef erzählt habe, was man alles im Unternehmen verbessern könnte, damit es vielleicht mal ein bisschen vorangeht. Ja, und dann kann man halt lange bei anderen rummeckern oder man sagt halt, man nimmt es selber in die Hand und legt los. Und genau so ist es dann auch gekommen mit all den Höhen und Tiefen, die du ja schon angesprochen hast, bis man dann so den Weg gefunden hat und feststellt, du bist halt vielleicht nicht der beste Profisportler, aber du bist vielleicht ein sehr guter Trainer. Und so ist es im Prinzip dazu gekommen, dass wir jetzt auch und dass ich jetzt auch in der Unternehmensberatung bin, weil mit dem Weg, den ich gegangen bin, habe ich im Prinzip alle gesehen, was es da draußen gibt. Gibt wenig Neues. So ist es. Sehr cool. Danke dir dafür. Wie siehst du es denn gerade, die, sage ich mal, diese Zeit, die Krisenzeit jetzt gerade, wo ne, viele auf staatliche Maßnahmen angewiesen sind, wo vielen auch staatliche Maßnahmen jetzt gar nicht helfen können oder helfen werden. Wie verlaufen so die Gespräche mit den ganzen Unternehmern, mit denen du zu tun hast? Bei dir kommen ja nicht nur, sage ich mal, Leute wie ich rein, die jetzt sagen, ich habe ein Online-Business, sondern du hast ja hauptsächlich wirklich den klassischen Offline-Markt noch bei dir als Kunden. Ne? Ob es jetzt bei uns in der Buchhalterbox ist, das heißt für die Buchhaltung, Steuerberatung oder eben jetzt für so Förderthemen bzw. Maßnahmen. Also wie ist da gerade so der Status quo? Naja, das ist schon hart, sag ich mal. Der Chris, mit dem ich das hier zusammen mehr oder weniger manage, macht in der Regel die Erstgespräche und ich glaube, da sind am Telefon auch Tränen geflossen und da war wirklich alle dabei, weil für einige ist es der Knockout. Ich sag mal so, das Nagelstudio am Rande der Stadt hat sich vielleicht mit seiner Unternehmung gerade so über Wasser hält und wo wahrscheinlich jedes Angestelltenverhältnis besser wäre oder besser bezahlt ist, für die ist sowas natürlich, wenn der Laden geschlossen wird, über 1-2 Monate das absolute K.O. Und da werden auch dann bestimmte Hilfen vielleicht greifen, aber nicht wirklich. Deswegen ist unser Ansatz auch eben nicht zu sagen, okay, wir natürlich brauchen wir die Hilfen erstmal, die Leute müssen sich trotzdem mal zu essen kaufen, sage ich jetzt mal böse. Aber es geht auch darum, dann diese Modelle neu zu überdenken. Vielleicht waren sie dann eben doch nicht so gut, weil Corona hin, Corona her, es gibt auch andere Gründe, warum Unternehmungen in solche Schwierigkeiten kommen können. Das ist ja nichts Neues, nur weil jetzt der Auslöser ist ein anderer, sondern man muss halt vielleicht sein Geschäftsmodell vielleicht mal überlegen, macht es Sinn, wenn ich nach 2 Monaten meine Firma zumachen muss, nur weil eben mal zu ist. Ne? Also es gibt ja auch andere Gründe, warum Unternehmen nicht mehr aufmacht, gerade wenn es ein Einzelunternehmer, ein Solo-Selbstständiger ist, von denen ja jetzt immer gesprochen wird. Also da müssen wir ran, auch gerade als Unternehmensberater eben die Leute zu unterstützen und die Sachen neu zu denken. Und ich habe dir im Vorgespräch kurz erzählt, dass dort auch der Bund tatsächlich den Schritt gegangen ist und diese Sachen unterstützt, dass wir halt vielleicht die Geschäftsmodelle ein bisschen intensiver ausarbeiten und so eine Sachen in Zukunft dort einfach mit einarbeiten, weil diese Krise wird uns auch nach Corona und Ansteckungsgefahr noch sehr lange weiter beschäftigen, weil wir befinden uns tatsächlich in einer Weltwirtschaftskrise. Das kann man, denke ich, jetzt schon sagen. Dazu gehört nicht viel Fantasie. Das wird einfach so kommen. Ja, das war auch eben mein Gedanke einfach jetzt zu sagen, hey, wenn du eben dein Geschäft so aufgebaut hast, dass du nach 1-2 Monaten zusperren musst, weil entweder nicht genug Reserven da sind oder weil du einen zu großen Apparat aufgebaut hast, ne? Oder. Ob du dann wirklich auch so ein guter Unternehmer warst oder nicht, ist halt dann wieder die Frage, ne? Tatsächlich. Und deshalb ist da meine Frage, bevor wir in die, sage ich mal, Corona-Hilfe gehen, was du jetzt tatsächlich anbieten kannst oder wie du jetzt helfen kannst oder wo sich andere Leute welche Hilfe holen können, würde mich das interessieren. Was sind die, sage ich mal, die größten Gründe, die ein Unternehmen oder in dem Sinne einen Unternehmer, Selbstständigen wirklich zum Fallen bringen, die dir jetzt am häufigsten über den Weg gelaufen sind jetzt in deiner Beratungszeit? Ja, also wiederhole ich mich wahrscheinlich, ist tatsächlich, dass sich nicht am Beginn genug im Kopf gemacht wird, wie dieses Geschäftsmodell tatsächlich funktionieren soll und wie es funktionieren kann. Es wird ja immer gesagt, okay, man muss dann einfach mal losmachen. Sicherlich, das gilt, dass man mal losstarten kann. Aber wenn
bei dieser Idee hinten dran eine Familie hängt mit Kindern an einem Haus zum Abbezahlen, dann weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, einfach mal so loszustarten und zu gucken, ob es funktioniert. Also zumindest nicht im Haupterwerb. Und das sind vielleicht Sachen, wo wir auch gefordert sind, als Unternehmensberater eben reinzugehen und intensiv nachzufragen, eben nicht einfach nur einen Kredit zu besorgen, ne, sondern eben zu überlegen, okay, komm, lass uns da mal wirklich ins Detail gehen. Was wäre denn, wenn? Wir haben es ja dann jetzt erlebt, das kann sich niemand mehr rausreden, sondern eben zu gucken, was wäre denn, wenn die Bude jetzt mal 2 Monate zu ist? Was würde passieren? Mal diesen Worst Case eben durchzuspielen und zu gucken, okay, wie kann man das abfedern vielleicht, wie kann man das in ein Modell mit einberechnen, wie kann man das kalkulieren. Darüber wird sich halt vorher wenig den Kopf gemacht. Das wird in der Regel ja nicht mal das Geschäftsmodell ausgearbeitet, sondern man hat einfach nur eine Idee und rennt los. Das mag für einen 18-, 19-jährigen Schüler, der bei Mama und Papa im Keller loslegt, problemlos sein, weil er zu essen im Kühlschrank findet, wenn er hochgeht in die Küche. Aber für eine Familie, für jemanden, der damit wirklich seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, kann das sehr schnell dann in der, im Chaos enden. Ja, jetzt muss ich halt mich, jetzt bin ich selber schon durcheinander. Nee, also das funktioniert eben einfach nicht. Man muss das wirklich zu Ende denken, das ganze Konzept, und daran fehlt es oft. Ne? Also man rennt einfach nur los, hinein ins Verderben, so wollte ich sagen. Ja, also man ist nicht darauf vorbereitet auf diesen Ernstfall. Der gehört aber natürlich genauso dazu. Das kann ja auch Krankheit sein oder andere Sachen, die dazu kommen. Ja, dass jemand wirklich schwer erkrankt und für eine Zeit lang das Geschäft ausfällt. Und wenn es dann an der Person hängt, dieses ganze Business, an dieser einen Person, was ist dann? Ja, und dann sind es vielleicht nicht nur 2 Monate, dann sind es vielleicht auch mal 3 Monate, 6 Monate oder andere Sachen. Ja, also darüber muss man wirklich nachdenken. Ja, bin ich ganz bei dir. Mit was für Themen kommen denn eigentlich die meisten Leute zu dir als Arschretter? Na, wir haben jetzt, habe ich ja total vergessen eigentlich anzusprechen. Der Jens Wilsdorf ist ja der Arschretter. Ne? Dazu vielleicht später noch, wie das kam. Aber mit welchen Themen kommen die meisten eigentlich zu dir? Also vor Corona, wegen Corona jetzt, ne? Also so allgemein. Ja, guck mal auf deine Agenda, würde ich sagen. Dann haben wir die Themen ganz gut beisammen. Natürlich aufgrund der juristischen Vorbildung ist halt ganz viel Vertragsrecht, AGBs, Gesellschaftskonstrukte, die dort entwickelt werden. Da bin ich dann eher so der, der die Strategie dazu entwickelt und habe natürlich im Hintergrund dann auch noch entsprechende Experten. Dafür sitzen ja ganz oft Anwälte, Steuerberater, die wir auch mit dem Team haben, Buchhalter und so weiter. Aber das sind schon die häufigsten Fälle, die kommen. Also das ist mal die kleine Vereinbarung mit einem Vermittler, der ein bisschen Geld abhaben will, wenn er Geschäft bringt, bis eben zu kompletten Verträgen für Geschäftsmodelle. Also das ist alles dabei. Gesellschafterverträge, viel AGB war eine Zeit lang. Und ja, das geht also quer durch die Rabatte. Aber das Rechtliche hat schon einen großen Anteil und dann eben das leidige Thema Geld steht halt auch sehr oft an. Entweder wird nicht bezahlt oder wie kommt man an das Geld? Wie schreibt man ein Angebot? Ist auch eine sehr häufig gestellte Frage. Was darf ich überhaupt nehmen? Also schon die Frage ist ja irgendwie putzig, würde ich ja sagen. Was darf ich nehmen? Gehört eben auch mit dazu, das Geschäftsmodell zu entwickeln, zu wissen, was darf ich für meine Dienstleistung, was darf ich für meine Tätigkeit verlangen. Ne? Darüber sind sich viele nicht klar. Und wundern sich denn, warum Angebote abgelehnt werden. Ja, also so geht es querbeet. Ich habe mir abgewöhnt, Coachings zu machen, also was so jetzt Persönlichkeitssachen und so weiter angeht. Mit Sicherheit könnte ich sowas tun, das wird auch angefragt. Da gibt es aber andere, die da viel tiefer in der Materie drin sind. Und wenn man davon nicht wirklich Ahnung hat, dann sollte man das besser dem Profi überlassen. Das ist, denke ich mal, so die wichtigste Aussage als Arschretter, ne? Es gibt immer jemanden, der ein bisschen mehr weiß. Es geht oft auch darum zu erkennen, wo das tatsächliche Problem ist. Also Leute kommen oft zu mir und denken, sie wüssten, wo ihr Problem ist und ob ich das lösen kann. Und dann muss ich ihnen erstmal erklären, dass das ja nicht das Problem ist, sondern dass er ein ganz anderes hat, dass ich dafür aber jemanden an der Hand habe, mit dem er das Problem angehen kann. Ja, das größte Problem eigentlich ist ja jetzt vor allem in dieser Zeit Liquidität. Das ist ja immer das A und O. Und deshalb, das war ja auch oft ein Thema, mit dem ich zu dir gekommen bin, wo ich gesagt habe, Jens, na, was kann ich machen, um meine Liquidität hochzuhalten, um sie hochzuschrauben und so weiter und auch dafür zu sorgen, dass, wenn Verträge geschlossen werden, dass ich dann da auch relativ einfach an mein Geld komme, selbst wenn sich da jetzt jemand querstellt. Weil früher oder später, wenn ihr Business macht,
im größeren Stile. Dann wird es zu Zahlungsausfällen kommen. Es wird zu Menschen kommen, die sich einfach querstellen, nicht zahlen wollen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen und danach nicht zahlen wollen. Das wird alles mal passieren. Und dann stellt man relativ schnell fest, oh, ich habe eigentlich gar keine rechtliche Grundlage, um dieses Geld jetzt einzufordern beziehungsweise das zu holen. Das heißt, selbst wenn der eine weiß, dass ich im Recht bin und ich weiß, dass ich im Recht bin, funktioniert es nicht. Und jetzt spürt man es erst recht. Na, ganz viele Seiten, Portale gehen auf. Muss ich meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft noch zahlen? Muss ich das noch zahlen? Wie ist es damit? Wie ist es damit? Wie ist es damit? Kannst du vielleicht generell ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen? Einmal auf der einen Seite zu dem Corona-Bezug. Ne? Also muss ich meine Rechnungen noch ganz normal zahlen? Die Frage habe ich dir ja auch gestellt. Du, Jens, wie ist es eigentlich? Muss ich eigentlich noch irgendwie das zahlen oder muss ich jetzt noch ans Finanzamt zahlen und so weiter? Also das heißt im Corona-Case. Und das andere Thema, was brauche ich eigentlich als Unternehmer für eine Struktur? Und glaubt mir, wenn manche von euch denken, das ist jetzt wirklich ein Thema, warum brauche ich das überhaupt? Hört zu, weil ich kann es euch sagen, die meisten, mit denen ich zu tun habe, haben keine Grundlage, auf der sie überhaupt, sage ich mal, wirklich vertraglich, rechtlich die Möglichkeit haben, das Geld einzufordern, was sie von anderen fordern für Dienstleistungen. Okay. Ein bisschen will ich wiederholen. Waren es für drei Fragen? Ja, vielleicht grundsätzlich gibt es immer zwei Seiten bei der ganzen Bezahlproblematik. Gehen wir mal vielleicht davon aus, von den Grundlagen des Ganzen. Die Grundlage ist ganz oft Privatrecht, was wir hier haben, vielleicht ein bisschen Handelsrecht, ne, wenn Unternehmen miteinander tätig werden. Und oft ist es so, dass die Leute, die draußen unterwegs sind, eben genauso gut, wie sie ihr Geschäftsmodell durchdacht haben, genauso fit sind sie auch in dem Bereich rechtliche Grundlagen. Und so sind sie auch aufgestellt im Unternehmen. Und da wird per Handschlag gearbeitet und es funktioniert mit Freunden gut. Mal mehr, mal weniger, man kennt es. Aber mit externen Partnern funktioniert es vielleicht gar nicht. Und dann kommt auch mal jemand, der sagt, ja, aber ohne Vertrag wären wir hier sowieso nicht tätig, kennst du. Und es ist einfach ja eine Sicherheit, die man hat, dass es mal verbrieft, mal irgendwo geschrieben ist. Und da muss man zum ersten Mal drüber nachdenken, okay, auf welcher Grundlage handle ich denn hier überhaupt? Was habe ich denn für einen Vertrag mit dem? Ist das ein Dienstvertrag? Ist das ein Werkvertrag? Ist das ein Kaufvertrag? Ich meine, die meisten wissen ja nicht mal, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Sachen ist und was sozusagen die Rechtsfolgen des Ganzen sind. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Also da muss man sich vielleicht als Unternehmer dann doch mal mit beschäftigen mit dem Thema. Man muss da ja sicherlich nicht Experte sein, aber für sein Geschäftsmodell sollte man die wesentlichen Grundlagen dort schon kennen und sich dort einfach mal die Infos holen. Auch dazu gibt es Schulungen, Angebote noch und nöcher. Anwälte wären dafür prädestiniert, vielleicht ein bisschen zu teuer. Da gibt es auch Jungs, die vielleicht besser erklären können. Und das ist das eine Thema, dass man erstmal grundsätzlich einen Plan hat, was tue ich da und welche Sachen brauche ich überhaupt? Welche rechtlichen Grundlagen muss ich schaffen, damit, ich sag's mal so, die Zahlungsausfälle ein relativ kleines Niveau haben? Dann gibt es noch kleine Helferlein von außerhalb, die eben die Forderungen für einen eintreiben, gerade wenn man vielleicht Solo-Selbstständiger ist, Freiberufler, so die Leute im Kreativbereich, die dann so mit Buchhaltung und so sich eher schwer tun, die dann eben das einfach auslagern können an entsprechende andere Firmen, die für die dann eben das Inkasso betreiben, die das auch professionell machen, wo der Zahlungsausfall sehr, 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 sehr gering ist. Das macht dann durchaus Sinn für diese Leute und sie haben halt schnell die Barmittel. Also es gibt so einerseits die rechtlichen Grundlagen und dann gibt es einfach praktische Kniffs und Tricke, wie man sich die Sachen einfach sichern kann, damit man eben die Liquidität behält. Das ist ja das Grundproblem dabei. Das ist ja schön, der andere sagt dann, ich bin gerade ein bisschen klamm, wie mache ich denn das jetzt? Wie kann ich das in 3 Monaten geben? Das hilft dir dann in der Regel auch nicht, weil du hast jetzt Hunger und würdest ja nach einkaufen gehen.
Und dann ist eben auch so eine Frage, wie gestaltet man vielleicht die Zahlweisen, eben zu sagen, okay, pass auf, wir machen Anzahlung oder wir machen Bezahlung in Meilensteinen, wenn man jetzt im Kreativbereich ist, dass man sagt, 25 Anzahlungen, 25, wenn das erste Design fertig ist und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Modelle, wie man das handeln kann, damit es für beide Seiten angenehmer ist und vielleicht auch ein möglicher Abbruch einfacher gehandelt werden kann. Also gerade im Kreativbereich ist dafür ja prädestiniert, dass die eine Seite sagt, nee, ich glaube, das wird einfach nicht. Du hast jetzt dreimal nachgebessert, aber gefällt mir immer noch nicht, was du machst. Ich würde den Vertrag gerne beenden. Dann fällt es natürlich einfacher, wenn der wenigstens für den Teil, den er schon erbracht hatte, seine Bezahlung bekommen hat, als wenn er jetzt dastehen würde und gesagt hat, bezahlt wird am Ende. Ja, welche Motivation hat der andere, der den Vertrag beenden will, jetzt noch zu bezahlen? Ja, und in die Situation wäre man nicht gekommen, wenn man gesagt hätte, na, pass auf, also bevor ich anfange, 25% und dann Step by Step, das können wir alle gerne machen. Das sind so einfache, kleine Tools, wie man sich das Leben leichter machen kann. Und dadurch erhöht man ja dann auch, wenn man mehrere Aufträge hat, seine Liquidität, weil du ja immer wieder einen permanenten Zahlungseingang hast und nicht 2 Monate nichts zu essen im Kühlschrank, jetzt kommt mal wieder Geld, aber es ist auch hinten so viel aufgelaufen, dass die Kohle auch gleich wieder weg ist. Das ist ja so ein Problem, so einen permanenten Kapitalfluss hinzubekommen. Weil die Miete, die kommt permanent jeden Monat und all die anderen Sachen kommen jeden Monat, aber wenn das Kapital nur alle 3 Monate kommt, kannst du alleine da schon natürlich in Schwierigkeiten geraten mit deiner Unternehmung. Ja, was war noch eine Frage? Ja, nee, das hast du eigentlich sehr, sehr gut erzählt. Jetzt gibt es ja natürlich die Spezialisten, die sagen, ne, du musst einfach nur genug verkaufen und das muss ja auch alles passen und so. Juhu. Und dann hast du genug Kohle auf dem Konto. Lieblinge. Genau, was machst du mit den Spezialisten? Was passiert da dann meistens, kurze Zeit später? Ja, das sind meine großen Freunde. Das sind ja alle die, die ich besonders mag. Du kennst es ja, auch meine Meinung dazu. Die waren jetzt eine ganze Zeit lang 2 Wochen ruhig, die da oben immer groß rufen, weil sie sich auf die neue Situation einstellen mussten. Jetzt kommen sie mit Programmen, wie geht man als Gewinner aus der Krise hervor? Niemand geht als Gewinner aus dieser Krise hervor. Wir haben eine Krise. Das ist für alle Mist. Auf die eine oder auf die andere Weise, ob es einen privat persönlich trifft oder als Unternehmer oder sonst wie, hier von Gewinnern zu sprechen, finde ich von der Wortwahl her schon schwierig, sage ich mal. Ne? Es geht darum, darüber nachzudenken, wie man sich in Zukunft aufstellt. Und Wachstum um jeden Preis, ja. Also das, was die Leute dort machen, die das so powern und sagen, einfach mehr Umsatz, das ist natürlich das, was auch unsere Bundesregierung predigt. Insofern machen sie einfach nur das, was ihnen gesagt wird. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Aber es wird halt nicht funktionieren, weil das, was jetzt passiert, ist ja, es wird einfach die Spitze abgeschnitten. Alles das, was nicht nachhaltig ist, was nicht wirklich ein gesundes Geschäftskonzept ist, verschwindet jetzt. Und das betrifft ja insbesondere den ganzen Dienstleistungsbereich, den es jetzt einfach wegrasieren wird. Die werden auch genauso schnell wieder aus dem Boden kommen. Wieder neue, gut für uns, wieder neue Beratung, könnte ich jetzt sagen. Aber schöner wäre ja, wir würden mit den Leuten mal darüber nachdenken, langfristige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Menschen auch tatsächlich brauchen. Ja? Und nicht Sachen, die einfach sinnfrei sind, die null Wert haben. Und das ist so eher so ein Ding, wo ich sage, okay, darüber müssen wir nachdenken. Wie sehen so eine Sachen aus? Es gibt von diesen ganzen Online-Sachen, ich bin ja da raus, ich bin ja der Offliner. Ich weiß aber auch, dass die Zeiten sich geändert haben, dass dieser Bereich wichtig ist für die Zukunft. Aber du bist selber tief genug in der Branche drin, dass du weißt, dass da viel heiße Luft produziert wird und nur sehr wenige sind, die tatsächlich nachhaltig dem Unternehmer wie mir jetzt, der erkannt hat, dass er braucht, aber nicht weiß, wer ist jetzt der richtige Ansprechpartner für ihn. Da gibt es nur wenige, die tatsächlich ihm weiterhelfen können und die dann auch sein Geschäft voranbringen können und ihm helfen können, sein Geschäft krisensicherer zu machen für die Zukunft. Weil der eben nur den Offline-Shop hatte, ne, und der muss halt auch drüber nachdenken, wie er sein Geschäftsmodell für die Zukunft entwickelt, wenn wir eben nur noch per Video kommunizieren etc. pp. Wie macht man es aber richtig? Ne? Und das ist halt so, was sich jetzt, denke ich mal, auch gerade entwickelt. Die Guten, die können was, sage ich immer. Und die was können, die werden auch wieder da sein. Ein Handwerker, der weiß, wie er einen Tisch baut, der wird auch nach der Krise wieder da sein und Tische bauen, weil er einfach kann. Und der Bäcker wird weiter seine Brötchen backen, weil sie was gelernt haben. Ne? Man sagt nicht umsonst, Handwerk hat goldene Boten. Und so ähnlich sehe ich auch in diesem ganzen Dienstleistungsbereich die Leute, die dort tatsächlich
was zu liefern haben, was anzubieten haben, was nachhaltig ist, die werden auch weiter da sein und die werden in Zukunft mehr Arbeit haben wie je zuvor. Aber diese Fängerei, diese Menschenfängerei und so weiter, die wird es einfach wegrasieren, weil momentan wird niemand für sowas Geld ausgeben. Niemand. Niemand hat dieses Geld dafür aktuell. Der Unternehmer muss sehen, wie er seine Leute bezahlt und nicht, wie er irgendeinem Social-Media-Guru 10.000 Euro im Monat gibt für 3 Posts. Sorry. Ja, das ist spannend. Ist doch wichtig. Wir sind ja hier, kontroverse Ansichten zu teilen. Und ja. Von dem her ist das auf jeden Fall wichtig, einfach mal darüber zu sprechen, dass wir hier halt wirklich in einer einzigartigen Zeit sind, die es so zuvor halt auch noch nicht gab, sagen wir mal. Seit Krieg gab es natürlich, klar, war natürlich eine deutlich schlimmere Zeit. Ja, aber jetzt sage ich mal, nach der Zweiten Weltkriegszeit ist das jetzt so mit Abstand, sage ich mal, das Schlimmste, was uns bisher passiert ist, wie es auch viele getroffen hat. Und deshalb ist jetzt die Frage, was kann ich denn machen? Also was kann ich als, sage ich mal, Privatperson überhaupt machen, wenn ich jetzt ganz normal arbeiten gehe und der Laden ist halt zu? Und was kann ich jetzt, sage ich mal, als Einzelunternehmer oder auch als großes Unternehmen machen? Ne? Wie unterscheidet sich das auch da so, die Hilfsangebote und Programme? Und was hältst du persönlich von diesen Hilfsangeboten und Programmen? Weil da gibt es ja auch eine ganze Menge Verschwörungstheorien. Also wollen wir nicht ausbreiten. Da kann sich jeder gerne seine eigene Meinung zu bilden. Wieso, weshalb, warum und woher kommt's und wer will hier was? Der Punkt ist immer, ich lese immer öfter, ich komme ja nun von der Seite im Osten unserer Republik. Und was wir ja immer für uns auf die Fahne schreiben, ist, dass wir früher enger zusammen waren. Ne? Die Hausgemeinschaft hat besser funktioniert, die Kollegen in der Firma haben zusammengehalten und. Ne? Das ist vielleicht so ein Punkt, über den wir insgesamt nachdenken können. Ich fände das schön, wenn das eine der Folgen wäre, dass wir wieder mehr miteinander kommunizieren. Im Privaten wie auch im Betrieblichen. Vieles läuft tatsächlich aneinander vorbei. Wo wir einfach viel verschenken. Das ist das Problem dabei, wenn wir nicht miteinander reden. Wir verschenken einfach viel Potenzial dabei. Und wie man privat sich jetzt durch die Krise, ja, jeder war jetzt erstmal 2 Wochen sich ziemlich selbst der Nächste. Und das ist so verständlich. Ne? Und hat halt gehortet, was er gerade brauchte. Und wenn es Papier war. Ich denke, dass man vielleicht jetzt mit dem Abstand, den man jetzt hat, mal in Ruhe drüber nachdenken kann, wo habe ich tatsächlich Nachteile draus? Es wird Leute geben, die Nachteile haben, sage ich jetzt mal. Und da gibt es Angebote vom Staat, diverseste. Die können wir hier auch nicht im Einzelnen besprechen. Wer da Fragen hat, immer ran damit. Also ist für uns auch egal, ob das private Fragen sind oder Unternehmerfragen. Die können wir genauso beantworten. Und ja, wie ich sag mal so, für die Familien ist schön, die haben mal wieder ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht und haben das gute alte Brettspiel wieder entdeckt, sag ich mal. Natürlich Insta explodiert in so Zeiten, aber es wird sich halt viel mit sich selber beschäftigt und wie man Zeit verbringt, weil das haben wir irgendwie verlernt, uns so ein bisschen rauszunehmen aus der ganzen Kiste. Ja. Für Unternehmen gibt es ganz klar andere Sachen, weil der Ansatz ein komplett anderer ist. Was hat mein Unternehmen für einen Zweck? Mein Unternehmen hat den Zweck, Umsätze zu generieren, Gewinne zu generieren und so weiter und so fort. Und den Zweck muss ich natürlich auch im Auge behalten. Die Möglichkeiten, die man dort hat als Unternehmen, sind unendlich. Wir haben, man sieht hinten an der Tafel, Antragsvorlagen zum Nachgucken, wie weit ausgefüllt wird. Es gibt Hilfen vom Bund. Die EU will jetzt nochmal ein Programm auflegen. Viele Länder haben ja eigene Sachen gemacht. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt Zuschüsse, es gibt Kredite. Was ist besser? Was nimmt man in Anspruch? Was nicht? Gehen die Sachen parallel? Und dann hier noch Infektionsschutzgesetz. Man hat mir den Friseur zugemacht. Und. So viele verschiedene Möglichkeiten. Kurzarbeit, große Thema. Letztens gelesen, es sind schon 47.000 Unternehmen auf Kurzarbeit. Das ist eine gigantische Zahl. Das sind 2 Millionen freigesetzte Arbeitnehmer. Zu den 2 Millionen, die arbeitssuchend sind, sind 4 Millionen am Markt. Was wird dort passieren? Das ist vielleicht für die Privaten interessant. Bisher war es ja so, dass der
clevere Arbeitnehmer sich den Chef aussuchen konnte und auch die Bedingungen für den Arbeitsvertrag diktieren konnte. Wenn wir so in bestimmte Bereiche gehen, wird sich ein bisschen wandeln. Wir haben dann wieder ein Überangebot an Arbeitskräften in bestimmten Bereichen und der Chef kann wieder aussuchen. Das ist auch eine Folge dieser Sache. Es wird nicht alle Bereiche betreffen. Da, wo Mangel ist, ist der Mangel jetzt nicht plötzlich weg. Ja, zu wenig Pflegekräfte und zu wenig Lehrer sind zu wenig Pflegekräfte und zu wenig Lehrer. Aber es gibt andere Bereiche, wo es eben einfach so ist. Ne? Und also das sind so Folgen und da hat der Unternehmer vielleicht mal wieder ein bisschen, kann er wieder ein bisschen Luft holen, sofern er dann überhaupt noch dazu kommt, Luft zu holen. Und er sollte, grundsätzlich ist es möglich, alle Anträge zu stellen. Ein Antrag zu stellen ist niemals in irgendeiner Art und Weise schädlich. Man muss nur vielleicht in Zusammenarbeit, wenn man einen Berater hat, mit seinem Berater, auch Steuerberater in dem Fall dann, oder wenn man einen guten Anwalt hat, auch mit dem überlegen, was macht tatsächlich Sinn, an diesen Mitteln abzugreifen für mich. Ja, ich habe da mehrere Punkte zu berücksichtigen, steuerrechtliche Gründe. Ja, 9.000 Euro Soforthilfe vom Bund sind zu versteuern. Da bleiben also für den Solo-Selbstständigen nur 6.000 von übrig. Also Vorsicht, wer da 9.000 ausgibt. Ja, und das sind so Punkte, die Leute wieder nicht auf der Uhr haben, wo sie dann eben wieder, ich sag's mal, so ein bisschen in die Schuldenfalle schon wieder gleich getrieben werden mit Geld, was sie vermeintlich geschenkt bekommen. Ja, Vorsicht. Die Gelder, die da gerade kommen, die haben wir alle mal bezahlt. Das ist Steuergeld. Insofern holen wir uns gerade vielleicht nur ein bisschen von dem zurück, was uns sowieso gehört. Na, also da wird nichts geschenkt. Der Staat hat nichts zu verschenken, weil der Staat macht keine Umsätze und generiert kein Geld. Ja, er verteilt Geld. Er ist nur ein Verteiler. Er erzeugt kein Geld. Ja, das muss man dabei im Auge haben bei der Sache. Und ansonsten gilt halt der Grundsatz, dass man sich natürlich durch die Fördermaßnahmen nicht besser stellen darf. Also jemand, der nur 20.000 Umsatz macht im Jahr als Solo-Selbstständiger und jetzt plötzlich 50.000 Förderbeihilfen bekommt, der bekommt vielleicht irgendwann Besuch von Kollegen, die nicht so freundlich sind. Also im Maßen, wo ihr geholfen werden muss, da sollte man in Anspruch nehmen und so weiter, um über die Zeit zu kommen. Aber immer im Auge behalten, es gibt doch eine Zeit danach und irgendwann haben die auch Zeit, das nachzuprüfen. Und dann kommen die. Wenn denen wieder langweilig ist. Ja, und vielleicht ganz kurz zu dem Thema Beratung noch. Ich habe es dir vorhin kurz erzählt. Es ist halt wirklich gerade frisch reingekommen für die Unternehmer, dass die BAFA, Bundesamt für Ausfuhrwirtschaft, ein Programm aufgelegt hat zu dem schon bekannten Programm Förderung des unternehmerischen Know-hows, was die meisten noch so als Gründercoaching kennen. Und zwar speziell für Betroffene von der Corona-Krise ist ein Programm aufgelegt worden, was zu 100% bezuschusst wird. Das heißt also, man kann sich einen Berater holen und bekommt zu 100% die Beratungskosten ersetzt, erstattet. Ja. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr beim lieben Jens Wilsdorf, aka dem Arschretter und mir. Aber nur, um das kurz nochmal durchzuspielen, das Spielchen. Das heißt, nehmen wir an, ich bin jetzt eine Privatperson, die jetzt auf Kurzarbeit gesetzt wurde. Ja? Ich mache seit einem halben Jahr nebenbei, keine Ahnung, Dropshipping oder Network Marketing, ja, oder meine eigene Agentur, aber nebenbei, ja, bin jetzt auf Kurzarbeit runtergesetzt und denke mir jetzt, okay, gut, dann baue ich jetzt mal das Geschäft jetzt auf, weil Arbeit ist ja eh gerade nicht. Habe jetzt aber keine Ahnung, was ich genau wie wo machen soll, weil ich bin noch zu frisch drinne und habe mir alles nur auf YouTube angeguckt. Dann kann ich jetzt den Nick Gehringer anschreiben, kann sagen, du, ich will bei dir das Coaching machen und das würde ich gern fördern lassen. Und dann würde die Person im Prinzip die Förderung kriegen dafür. Ja, hier, also so wie du den Fall beschrieben hast, wäre das tatsächlich nicht die Corona-Förderung, nennen wir es jetzt mal einfach halt halber, sondern das wäre die klassische Beratung des jungen Unternehmers, die auch über 4.000 Euro geht. Dort sind allerdings dann in den neuen Bundesländern 80% bezuschusst und in den alten Bundesländern 50%. Also in deiner Region jetzt, Frankfurt, Hessen, würde man sozusagen 50% Zuschuss bekommen. 2.000 Euro sind von 4.000. In den neuen Bundesländern sind es dann 80% Zuschuss, also 3.200 Euro, weil das eine klassische Beratung für einen Gründer ist. Okay, ich will mein Geschäft ausbauen. Das ist tatsächlich so der klassische Modell.
wo man eben den Audit macht, was ich vorhin angeraten habe, wirklich mal das Ding komplett zu durchdenken, von Anfang bis Ende. Ne? Wo will ich am Ende stehen? Will ich die Weltherrschaft, wie ich immer so schön sage, oder nur den Kühlschrank voll machen? Daraus ergibt sich ja dann der Businessplan und was ich so als nächstes angehe. Die Corona-Krise wäre jetzt der Dropshipping macht. Und davon haben wir letzte Woche sehr viele Fälle bearbeitet, antragstechnisch. Und denen jetzt einfach zu 80% die Umsätze wegknallen. Natürlich, weil die Leute jetzt erstmal nicht schicke neue Schuhe oder andere Sachen kaufen oder irgendwelche bestickten Hüte, sondern weil sie jetzt eben andere Sachen horten und einkaufen. Und das wäre ein klassischer Fall jetzt für das neue Programm mit der Corona-Beratung. Und die ist dann zu 100% Zuschuss. Da würde dann auf die 4.000 Euro wieder zurückgehen. Cool. Das heißt, es müsste jetzt im Prinzip jemand sein, der Vollzeit selbstständig ist. Also es dürfte jetzt keiner sein, der im Angestelltenverhältnis ist. Grundsätzlich sind die Programme der BAFA auch für Nebenberufler sozusagen oder im Nebenerwerb Tätige. Aber das, muss man dann halt gucken, ob er davon dann betroffen ist, weil die, ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle finde, antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen, die unter wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise leiden. Die Unternehmen und Freiberufler müssen auch weiterhin unter die gültigen Rahmenrichtlinien fallen, kleine und Mittelständler und die Minimis-Regelung. Also er muss betroffen sein davon. Wenn er davon betroffen ist, und dazu muss tatsächlich ein kleiner Text fertig gemacht werden, der dann mit hochgeladen wird, wenn er betroffen ist, dann fällt er unter dieses Programm. Ich sag's mal so, der Antrag wird gestellt, dann gibt es immer genau zwei Möglichkeiten. Der Antrag wird genehmigt und es kommt eine Entscheidung, man darf mit der Beratung beginnen, oder es kommt eine Entscheidung, nee, sorry, Sie fallen nicht unter die Richtlinie. Also ja. Insofern, deswegen sage ich, einen Antrag zu stellen, damit macht man sich auch nicht strafbar, solange man sich an die Regeln gehalten hat und die Fragen ordnungsgemäß beantwortet hat. Ne? Das kann halt nur passieren, dass die sagen, nee, Sie fallen da nicht runter. Wie zum Beispiel für die Corona-Hilfen jetzt ganz oft die Regel war, man muss schon vor dem 31.12.2019 tätig gewesen sein. Ja. Ja. Weil die sagen sich auch, also Unternehmen, die jetzt 1-2 Monate am Markt sind, sorry. Also die, ich sag's mal so, die erwischt es halt vielleicht dann eben besonders hart, wenn sie große Pläne für 2020 hatten. Ja, also mir sind gerade, ich habe dir ja auch gerade kurz bei Telegram geschrieben, einfach nur für mich als Erinnerung, weil mir gerade 2-3 Leute eingefallen sind, für die wir den Antrag gleich ausfüllen können, die da direkt betroffen sind von dem Thema, ne, Videografen, Fotografen und so weiter, ne, die keine Events, Veranstaltungen mehr machen können und so weiter und so fort. Und für die Leute, die sowas interessiert, ich packe euch unten ein Formular rein, das ist im Prinzip direkt vom Jens, da könnt ihr dann anrufen, anklingeln und einfach im Prinzip, ne, à la, hey du, Jens, sag mal, komme ich dafür in Frage, dass ich Geld kriege? Ja, also die tragen sich dort ein und in dem Moment, wo sie sich eintragen, hat der Chris in der Regel auch schon ein Telefon in der Hand, meldet sich und dann wird kurz die Lage sondiert, welche Sachen machen Sinn, welche nicht, was wird noch benötigt an Informationen, an Unterlagen. Umso besser man dieses Formular ausfüllt und die Zusatzsachen, die dort sind und schon alle mit losschickt, umso schneller kann geholfen werden. Unabhängig vom Bundesland, also wir haben auch schon für Hessen Sachen gemacht jetzt und für andere Sachen, das ist uns relativ egal, wir sind da in der Materie drin und tun da, was wir tun können und müssen dann auch manchmal eben doch sagen, wenn was nicht funktionieren kann, wir haben einen ähnlichen Fall auch bei dir jetzt gehabt. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Der wichtigste Part ist, man muss schon irgendwo betroffen sein, das müssen Umsätze ausfallen in Maßstäben, Zahlungsausfälle, Aufträge brechen weg, werden storniert, ganz oft, also gerade die Fotografen betreue ich jemanden, deswegen habe ich heute die wunderbare Lichttechnik hier stehen, weil sie wird momentan vom Fotografen nicht benötigt, weil Hochzeiten finden momentan nur mit dem Standesbeamten, dem Brautpaar und einem Fotografen statt und welche Brautpaar zahlt 1.500 Euro dafür, dass sie da alleine vor dem Standesbeamten stehen, das heißt also die Fotografen verlieren dort ihre Aufträge, müssen dort auch umdenken. Das ist tatsächlich so eine Branche, die auch sehr hart trifft in dem Bereich. Ne? Und Businessfotografie, ich weiß nicht, wer jetzt aktuell Businessfotos machen lässt. Wir sind wahrscheinlich auch die Einzigen. Gut, damit aber auch unser Fotograf ein bisschen Arbeit hat. Ja, ne? Ich habe meinen Videografen ja, horte ich ja euch hier bei mir im Penthouse. den lieben Marc. Immer bei der Hand, sehr gut. Das ist auf jeden Fall spannend. So oder so. Freunde der Sonne, wenn ihr Themen offen habt oder euch unsicher seid, also
im Endeffekt, ich sag's mal so, wie kann ich den Jens als den Arschretter am besten bezeichnen? Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, dass ich immer schon Experten um mich herum hatte für verschiedenste Themen, ob es steuerliches war, rechtliches oder sonst was. Selber bin ja noch junger Unternehmer in dem Sinne. Bin erst frische 22 Jahre jung, wo dieses Interview hier gerade aufgenommen wird. Und hatte dementsprechend eigentlich alles, was ich gemacht habe, zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal gehört, zum ersten Mal erlebt, zum ersten Mal ausgefüllt. Und wenn du da jetzt niemanden hast, der dir, sage ich mal, dich da unterstützt, oder wenn du einen Steuerberater, Buchhalter oder Anwalt hast, bei dem du Angst hast, dass du den anrufst, weil du denkst, das ist eine dumme Frage, die du gleich stellst. Und das hatte ich ganz oft, dass ich irgendwann meinen Anwalt oder meinen Steuerberater nicht mehr angerufen habe, weil der mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ich der größte Depp bin, dass ich gerade diese Frage hier stelle, die ich einfach nicht verstehe. Dann hast du halt keine Lust mehr darauf und dann machst du nur noch Scheiße. Also habe ich eigentlich all diese Themen an den Jens gegeben, weil das gibt's nicht. Dumme Fragen gibt es beim Jens nicht. Ich schicke dem eine Telegram, ich rufe den an, sage ihm, Jens, das und das. Gehen wir kurz drüber, versucht er mir zu erklären. Ich sage, verstehe ich nicht. Ich sage, vergiss es, ich mach's einfach. Und dann ist cool, ja. Rechnung geht raus, ich zahle sie gern, das Problem ist gelöst, der Arsch ist gerettet, egal was es ist. Von dem her, auf jeden Fall spannend. Thema Buchhaltung, Thema Steuerberatung, juristische Sachen, ne? Und jetzt natürlich auch das Thema Fördermaßnahmen und so weiter. Und was das Thema Gründung angeht, ne? Auch Gründungsverträge etc. pp. All die Themen, auf die man im Regelfall als junger Kreativer nicht so viel Lust hat oder von denen man nicht viel versteht, da sorgt Jens für Abhilfe. Oder? Ja, habe ich ja, gut erklärt. War hast du gut geschrieben, ja. Habe ich gut erklärt. Jens, wie siehst du die Zukunft? Was meinst du, was passiert in Zukunft? Also was wird abgehen? Wann gehen die Läden wieder auf? Hast du da ungefähr einen Blick drauf? Wie wird sich das dann noch so anpassen, verändern? Was sind auch deine bzw. eure Pläne? Naja, ich denke, das war auf jeden Fall vorher Ende April. Wird sich die Situation jetzt erstmal nicht ändern. Man wird das schon noch bis am Ende April machen. Jetzt wird ja schon von Mai gesprochen. Hab da mal ein bisschen im Auge. Dann wird sich sicherlich beim Reiseverhalten ein bisschen was tun, vermute ich zumindest. Allein die Leute von sich aus werden ein bisschen drüber nachdenken und werden nicht einfach losrennen. Es wird vielleicht doch nicht mehr so viele Flüge geben. Wer weiß, welche Airlines noch übrig sind nach der Aktion. Und ja, privat. Ja, heißt es jetzt einfach durch die Nummer durch, bis es vorbei ist. Ich sag mal, ich hatte letztens auch, glaube ich, in meinem Post geschrieben, es gibt Sachen, die kann man halt ändern und die anderen Sachen interessieren wenig. Das ist halt einfach so. Was will man machen? Also es gibt Schrauben, an denen kann ich drehen. Und es gibt Sachen, da bin ich zu klein als Rädchen, dass ich was ändern könnte. Ich kann dazu meine Meinung sagen, aber meine Meinung ändert es nicht. Also konzentriere mich auf die Sachen, die ich tatsächlich ändern kann, die ich für mich anpassen kann. Ist auch das, was wir hier machen. Wir sind auch aus der klassischen Beratung. Wir haben noch 1-2 Fälle, die wir gerade klassisch beraten. Aber ansonsten haben wir das Geschäftsmodell eben auch gerade komplett gedreht auf diese Beratung zu diesen Förderthemen, weil das doch gerade aktuell das Einzige ist. Natürlich packen wir dazu dann, dass wir sagen, in der Zukunft, dass wir die Leute, mit denen wir jetzt sozusagen helfen bei dem Schritt, sicherlich auch für einen Preis, der gerade mal reicht, damit wir dann eben selber nicht in Schwierigkeiten kommen, dass wir dann sagen, okay, wir sind dann aber eben doch danach da, weil danach brauchen die vielleicht Hilfe, wenn die dann eine Prüfung bekommen, dann müssen entsprechend die Sachen ja auch nachgewiesen werden. Wie ist es hier laufen? Dann müssen da entsprechende Liquiditätspläne erstellt werden, vor der Krise, nach der Krise, damit es da eben keinen Ärger gibt von den Förderbanken. Und im nächsten Schritt dann eben reinzugehen in die Beratung, okay, wie muss das Unternehmen in Zukunft aufgestellt werden? Das wird unsere Hauptarbeit sein, denke ich, bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Solange läuft auch das aktuelle Programm auf jeden Fall erstmal. Und danach müssen wir noch intensiver da reingehen, wie wir die Unternehmen beraten. Du kennst ja unsere Idee, wie wir es in Zukunft vorhaben, mit dem Chris zusammen, mit der Macherschmiede und mit dem Arschretter College, eben wegzukommen von dieser, naja, wir schreiben einen Bericht, kassieren ein bisschen Kohle vom Staat und niemand guckt es mehr an, hin zu, du sitzt in deiner Beratung mit 4-5 Experten am Tisch. Bei uns sitzt du halt mit einem Steuerberater, mit einem Bilanzbuchhalter, mit einem Anwalt, mit einem Social-Media-Experten am Tisch und gehst raus. Und danach kriegst du entweder gesagt, dein Geschäftsmodell, so funktioniert es nicht, sondern so. Oder eben, dass man sagt, wie ein bestehendes Unternehmen, was sicherlich dann anders ist vom Ansatz, wie können wir den Unternehmen umwandeln,
und auf die neuen Gegebenheiten anpassen. Das sind, denke ich mal, die Sachen, die in der Zukunft kommen. Da wollen wir auch weiter raus. Das wollten wir auch schon präsentieren, ja, auf einer schönen Veranstaltung jetzt im April, die jetzt erstmal verschoben ist. Da wird sich sicherlich noch ein bisschen was davon ändern, wie wir uns dort präsentieren werden. Meine Idee im Kopf ist, dass wir das noch stärker herausstellen, dass dieser Beratungsgedanke einfach mehr in den Vordergrund kommt. Weg von diesen Blasengeschichten, sondern einfach den Leuten einen Mehrwert zu geben, dass die eben das, was du sagst, okay, ich gebe das weg und weiß, ich bin safe. Genau dann muss es kommen, weil die Leute zu ändern funktioniert ja nicht. Die sind ja trotzdem weiterhin kreativer und das sollen sie sein. Und wenn du einem Kreativen erklären wolltest, wie er ganz einfach seine Buchhaltung selber machen kann, dann tust du dem ja weh, körperlich so ja. Ja, also musst du ihm einfach nur sagen, entspann dich, das kann jemand anders für dich tun. Und darum jetzt ja in der Beratung, dass die Leute erkennen, dass sie ihr eigenes kleines Netzwerk brauchen, auf das die vertrauen können. Und zwar nicht das Netzwerk, was ihnen Aufträge generiert, das auch, sondern auch das Netzwerk, was ihnen hilft, dass ihr Unternehmen safe ist. Mhm. Und ich habe eine sehr schöne Initiative, wenn ich das noch kurz anbringen darf. Gerne, mein Fotograf, den wir hier aktuell betreuen, den Daniel, der auch die schönen neuen Bilder von mir gemacht hat, der wollte gerade durchstarten. Er hat es im Nebenerwerb gemacht. Er ist eigentlich in der Druckbranche tätig, sehr erfolgreich und hat nebenberuflich sehr viel Geld schon damit verdient. Der von oben? Habt ihr euch kennengelernt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Daniel Viol. Wollte in die Hauptberuflichkeit und dort haben wir eine Beratung durchgeführt, wie das funktionieren kann. Das volle Programm, Marketing, Vertrieb, die Zahlen durchgegangen, alles. Und dann kommt Corona, ne? Und da merkt man eben die Auswirkungen der Beratung bei uns. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, wie viele andere, und einfach nur die Kohle abzuholen, schickt er mir eine Konzeption für ein Konzept, für eine neue Gesellschaft, in welcher Form auch immer, wo sie sich mit Marketern, Videoleuten, Fotoleuten und so weiter zusammentun, um zu überlegen, wie sie sich in Zukunft in dieser Gruppe unterstützen können. Wie so eine Genossenschaft, sage ich jetzt mal, wo einer den anderen abfedert, ja? Wo jeder den in die Gruppe reinbringt. Das, was wir in der Beratung genauso machen, wo wir sagen, jeder hat da sein Spezialfeld. Wir sind gut in der Akquise, in der Abwicklung, in der Betreuung. So haben wir aber auch die Leute für die Spezialgebiete. Und genau dieselbe Idee haben wir jetzt dort rüber transferiert in diesen Kreativbereich. Und das ist cool. Das ist wirklich cool, dass die Leute eben was mitgenommen haben und gesehen haben, wie man es aufstellen kann, damit man in der Zukunft vielleicht eben dann in so einer Krise nicht mehr allein ist, sondern dann ist da halt ein Team von 5, 6 Leuten, die dort zusammenarbeiten intensiv. Macht ja auch mehr Spaß bei der Arbeit. Geil. Mega. Vielen, vielen Dank, Jens. Ja. Ihr merkt, Jens und ich, wir unterhalten uns viel. Ne? Wir machen auch viel miteinander. Ich glaube, das war jetzt nur ein Thema, was wir mal angerissen haben, weil wenn Jens und ich uns treffen, dann braucht es eigentlich schon 8 Stunden, bis wir uns noch updaten. Und das machen wir bestimmt nochmal die Tage. Also ihr findet alle relevanten Links, E-Mail-Adressen und sonst was, die findet ihr alle in der Beschreibung. Ich kann es euch nur empfehlen, definitiv sich mal einzutragen und mal mit dem lieben Jens und dem lieben Chris einfach zu sprechen, weil ich wette, es gibt mindestens eine Sache, die die beiden sehen, die dir auf jeden Fall mehr Geld oder mehr Zeit oder mehr Sicherheit in die Tasche spülen wird, wo auch immer. Und von dem her danke ich dir vielmals, Jens, fürs Interview. Danke, hat mich sehr gefreut. Ja, wir hören uns. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sicher dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.